Arosa, das ist seit 2019 auch die Heimat für Bären aus schlechter, nicht tierschutzkonformer Haltung. Im Bärenland bei der Mittelstation der Weisshornbahn können die ehemaligen Restaurant- und Zirkusbären ihre Lebensabend in fast freier Wildbahn verbringen. Seit genau 3 Jahren existiert der Wildpark hier oben. Die treibende Kraft hinter dem Projekt ist Pascal Jenny von Arosa Tourismus. Das Konzept ist ja, wo sich Tierschutz und Tourismus verbindet. Und der Tierschutz, der steht ganz am Anfang. Aber der Tierschutz hat den Tourismus wie im Schlepptau mitgenommen. In der Hotellerie sind wir irgendwo fast 30% höher in den Nächtigungen. Und das Schönste ist, glaube ich, dass das ganze Dorf das Bärenland aufgenommen hat. Es gibt kein Schocki-Häsli mehr, es gibt jetzt Schocki-Bären. Der Hockey-Club hat den Bären auf dem Leibli. Also ich würde sagen, wir sind heute ein Bärendorf. Zu diesem Erfolg beiträgt, hat auch die Rätische Bahn. Seit 3 Jahren besteht zwischen der RHB und dem Bärenland eine Partnerschaft. So verkehren in den Zügen zwischen Chur und Arosa die farbigen Bärenlandwege. Und seit dem 3. August sogar einen eigenen Allegra-Treibzug. Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation, wie Piotr Gawietzel von der Rätischen Bahn erklärt. Der Effekt ist eigentlich, ich lasse jetzt die Corona-Zeit draussen vor, dass man eigentlich von rund 550'000 Passagiere im 2017 auf der Linie eigentlich bis im 2019 auf knapp 700'000 Passagiere können steigern. Und das eigentlich vor allem in den Sommermonaten und nachweislich auch mit dem Sogeffekt von dem Bärenland. Und auch im Modell erfreut sich das Bärenland rege Beliebtheit. Darum haben BMO und LGB entschieden, den Bärenland-Triebzug auch als Modell rauszubringen. Das Fahrzeug wird in einer einmaligen Auflage produziert. Die Produktion ist bereits in der Vorbereitung. Da wir das Fahrzeug eben gleich mit unserem im Stammsortiment Allegra gleich mitproduzieren, von dem her bietet sich das sehr an. Aber wie gesagt, eine einmalige Auflage und das heißt, die Stückzahl ist begrenzt. Aber wir denken schon davon aus, dass es ausreichen wird. Und vor allem im ersten Quartal wird das Fahrzeug dann auch erst zur Auslieferung kommen. Schneller ist für einmal LGB. Der wird relativ kurzfristig in den Handel kommen. Also wir gehen davon aus, dass er Ende 3., Anfang 4. Quartal im Handel sein wird. Ein Ausflug ins Bärenland lohnt sich übrigens nicht nur für Eisenbahnfans.